Okay, let's get there. That's really high. A small yard. Gratulation nach Österreich an Felix Baumgartner, der erste Mensch, der im freien Fall die Schallmauer durchbrochen hat. Eine Gewaltsleistung. Mein Respekt hast du, Felix, und den von 100 Millionen anderen auch, da bin ich sicher. Ich war beeindruckt, als ich die Bilder gesehen habe. Definitiv ein Mann, der einfach tollkühn etwas unternimmt und so etwas erlebt, dass viele, ja, einfach unglaublich. Aber etwas hat mich speziell angesprochen, als ich die Pressekonferenz gesehen habe, hat Felix etwas gesagt und ich dachte, Mann, das ist echt tief. And let me tell you, when I was standing there on top of the world, you become so humble. I said, I know the whole world is watching now and I wish the world could see what I see. And sometimes you have to go up really high to understand how small you are. Felix sagte, manchmal muss man hoch hinauf, um zu sehen, wie klein man ist. Ich wünsche eigentlich jedem von uns mal dieses Erlebnis, dass wir in diese Kapsel steigen könnten und rauffahren könnten auf 39.000 Meter und um diese Perspektive zu haben. Manchmal denken wir, wir sind der Mittelpunkt des Universums. Wir sind das Wichtigste, das Größte, das es je gegeben hat. Und da hilft es uns ab und zu mal, die Perspektive zu ändern, wie Felix, und merken, hey, ich bin zwar ein Supersportler, aber trotzdem, ich bin so klein im Angesicht dieser großen Welt, des Universums. Man kommt auf den richtigen Platz. Es hilft einem, sich nicht zu wichtig zu sehen und zu sehen, hey, da gibt es noch etwas Größeres. Mir hilft eine solche Perspektive, weil es zeigt mir, wie groß Gott ist. Gott, der Schöpfer von allem, von der Erde, vom ganzen Universum. Es zeigt auch mir, wie klein eigentlich ich bin. Auch wenn ich mich ab und zu so wichtig schätze und so wichtig ansehe, aber eigentlich, ich bin nur ein Teil von etwas viel Größerem. Und es hilft mir, die richtige Perspektive zu haben im Leben. Welche Perspektive hast du im Leben?